Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo und zwar im Bereich Maps, meine Lieben. Und diesmal habe ich mir rausgepickt die Südharz, kommt vom Shelton, ist 547,25 MB groß, Version 1.2.0.0 und veröffentlicht am 1.12.22. Plattform für PC und Mac. So, was steht geschrieben? Willkommen im Naturpark Südharz und in der in Europa einmaligen grünen Südharzer Karstlandschaft im Norden Thüringens. Die Karte erstreckt sich von Ortsausgang Nordhausen im Westen bis zur Grenze Sachsen-Anhalts im Osten, ca. 10 mal 4 Kilometer Fläche. Inhalt: Vierfach-Map. Map beruht auf realen Landschaft im Südharz, in Klammern keine Fantasie-Map. 20.000 fällbare Bäume, holla die Waldfee. 92 Felder, insgesamt 255 kaufbare Flächen, 6 Dörfer, Fußgänger in Orten. Ist klar, Autodrive-Kurse bereits integriert, auch schön. KI-Autos können nun frei entscheiden, wohin sie fahren, in alle Orte und halten sich an die Geschwindigkeitsregeln. Schneedächer, mehr Bodenwinkel, Sammelgegenstände, alte Münzen, in Klammern teils schwierig zu finden, bewegende Fische, Enten, Flugzeuge, Zugvögel etc. Kirchturm läuten immer zur vollen Stunde, in Klammern Anzahl Schläge passend zur Uhrzeit. Zusätzliche Sounds, Ballenlager nordöstlich vom Hermannsacker, Saatgut und Dünger kann weiterhin vom oberen Hof aufgefüllt werden. Sägewerk produziert Langholzbretter, die für die Palettenherstellung benötigt werden. Bäckerei kann auch Brötchen produzieren, Produktion, Werte neu ausbalanciert, Erntemengen und Preise angepasst. Es gibt zwei Verkaufsstellen, Produktionen, Gewächshäuser, Molkerei, Traubenverarbeitung, Sägewerk zweimal, Palettenherstellung, Mühle, Bäckerei, BGA und vieles mehr. Hinweis: Beim Start könnt ihr bei der Frage nach Autodrive-Kurs auf Nein drücken, da bereits Kurse eingefahren wurden. So, meine Lieben, also das dazu und jetzt werden wir uns das Ganze natürlich auch mal hier live und in Farbe anschauen. Ja, hier sind wir schon auf dem Starthof, aber ihr wisst ja, wir gucken auch erstmal ringsrum, was es so Schönes gibt. Also es ist eine Vierfach, habt ihr gehört, ja. Und was man sagen muss, es ist ziemlich viel Wald. Ja, ist klar, Südharz. Ne? Wenn wir uns das Land mal anschauen, und zwar, ich habe hier den Hof gekauft. Und zwar, wenn ich mir den Hof kaufen will, dann kauft es gleich den Rest der Map und das alles für 1 Euro. Ne? Ja, war günstig, haben wir zugeschlagen. Und deswegen, so, wir werden jetzt aber erstmal hier unten anfangen und rumschauen. Und zwar ist das das Sägewerk, das schauen wir uns natürlich an. Ja, und werden da auch mal etwas nach oben gehen und schauen uns das Ganze auch mal von oben her an. Was mir gleich ein bisschen auffällt, es ist wohl, doch schön gemütlich, idyllisch, ja, ein bisschen klein gehalten. Und hier könnt ihr das Holz reinlegen bzw. verkaufen. Ja, hier kommen dann sicherlich die Paletten raus an dem Punkt. Ne? Und schnittig schön, nicht allzu groß, muss man sagen. Gefällt mir. Ist schon, macht einen guten Eindruck. Ne? So, wenn wir weiterschauen, haben wir hier das zweite Sägewerk. Und wenn wir da einfach mal nach oben gehen, seht ihr auch, das Ganze ist ein bisschen hügelig gelegen. Ja, fährt man hier runter. Kann man das Ganze hier reingeben, wird es natürlich auch verarbeitet und dann bekommt man hier hinten auch seine Paletten raus, beziehungsweise gibt das hier zum Verkauf. So, wenn wir weiterschauen, dann haben wir hier hinten den Landhandel Petersdorf. Ja, holla die Waldfee, hier ist schon kräftig am Werkeln. Ja, und hier schön mit Förderband rein, auch schön gemacht, muss man sagen, finde ich gut. Und wenn wir hier schauen, ich weiß gar nicht, kann man das Tor so öffnen? Jawohl, das Tor kann man öffnen, wunderbar. Ja, und dann haben wir hier hinten natürlich am Landhandel, was haben wir da noch mit dabei? Den Güterverkauf, also hier kann man Dinge verkaufen, ja, steht auch dran, Güterverkauf. Und was gibt es zum Beispiel? Bier, Wurst, Käse, Milch und Traubensaft, würde ich sagen. Ja, wenn wir hier hinten weiter lang schauen, dann haben wir einmal Kalk, Salz, Silo und einmal den Viehhandel. Ja, haben wir quasi alles am Landhandel perfekt zusammen. Hier gehen der Ahorn rein, der Kartoffeln, drüben gehen die Rüben rein, auch schön. Na, hier haben wir dann den Viehhandel, steht auch dran, sehr, sehr schön. Finde ich gut, dass es in dem Sinne
zentriert ist auf einen Punkt. Ne? Musst du nicht so rumsuchen. Und wenn wir einfach mal weiterschauen, haben wir hier ein kleines Gewächshaus. Ja, das haben wir dann hier auf der Seite auch schnittig eingebastelt. Ich hätte mir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was dazu, also gestalterisch, ne? Aber an sich ist das nicht so wild. So, was haben wir noch daneben stehen? Und zwar Palettenwerk haben wir mit da, Gewächshaus haben wir mit da. Okay, Palettenwerk haben wir quasi hier drüben. Hier können Paletten hergestellt werden, ne? Also könnt ihr hier mit dem Langholz herfahren und könnt das dann abladen und dann werden hier die Paletten hergestellt. Na, hier drüben zwei Gewächshäuser haben wir uns angeschaut. Und wenn wir dann jetzt einfach mal hier hinschauen, da hatten wir das Sägewerk. Und wenn wir uns hier drüben weiter umschauen, da haben wir einmal Reparatur und Verkauf. Und das ist aber durch Holle die Waldfee. Das sieht mir ein bisschen nach Schrottplatz aus, wenn wir uns das Ganze hier anschauen. Na, haben wir bei alten Vehicles draufstehen. Na, schön, schön. Und hier vorne genauso. Hier kannst du nicht viel mit großen Maschinen machen, sag ich euch gleich. Ne? So, Tor geht auf, wunderbar. Okay, sehr schön. Und ja, also ich muss sagen, oh, gefällt mir wie ein bisschen. Oh, gefällt mir wie ein bisschen. Ist schön. Ne? Kann man jetzt nicht meckern. So, was haben wir noch Schönes? Eine Strohscheune. Oh, ah, okay, Strohscheune. Schön. Kann man also, oh, schön. Kann man hier quasi reinfahren? Ja, geht auf. Sehr gut. Dann kann man hier reinfahren und kann das Stroh einlagern. Okay, kommt das dann auch irgendwo wieder raus? Wenn wir uns das gleich mal anschauen hier. Ah, ja, hier. Ballenverkauf. Jawohl, ist das nice. Guckt euch das an, ne? Das geht natürlich auch schön nach oben hier. Wunderbar. Das ist ein Traum. Das ist ja ein Traum. Ja, kannst du die Ballen oben drauf platzen und dann fahren die nach oben. So, und kippen sogar nach oben. Guckt euch das an. Guckt euch das an, meine Lieben. Also das finde ich mal richtig nice. Das finde ich mal richtig, richtig nice. So, was haben wir noch? Traubenverarbeitung haben wir an dem Punkt. Genau, da waren das vor uns Trauben. Genau so ist es. Traubenverarbeitung haben wir hier. Also einmal abkippen hier vorne. Na, könnt ihr einmal dort und einmal hier. Und hier könnt ihr dann wieder laden. Das Ganze ist auch im Örtchen schön eingebastelt. Ne? Wirklich idyllisch gehalten, muss man sagen. Ne? Gut, hier hinten fehlen noch ein paar Zäune und allem drum und dran. Aber ansonsten wirklich idyllisch gehalten. Finde ich interessant. Wenn wir weiterschauen, Landhandel Stempada können wir uns anschauen. Oder Stempada, je nachdem, wie man es ausspricht, könnt ihr mich gerne korrigieren. Ansonsten hätte hier vielleicht auch noch ein Zaun hingepasst. Das wäre auch ganz nice gewesen, ne? Das Ganze ein bisschen abgrenzen. Und ansonsten finde ich es bis jetzt, muss ich sagen, wenn man so drüber schaut, ne? Recht interessant, recht gut. Ne? Und wenn wir hier hochschauen, haben wir die Molkerei. Mal gucken, wie die so gemacht ist. Ne? Okay, die ist eingezäunt, wunderbar. Da können wir dann natürlich logischerweise die Milch abgeben. Hier müssen Paletten, denke ich mal, hin. Und hier können wir dann die Palettenware rausholen. Auch schön. Finde ich gut. Gibt es nichts zu meckern. So, wenn wir hier oben anschauen, haben wir Getreidemühle. Die sieht dann so aus. Ja, okay. Naja, klar. Am Wasser, am Bach. Ja. Oha, das ist aber lautes Geplätscher, du mein lieber Scholli. Das ist ein bisschen laut, finde ich. Aber okay, dann kann man hier quasi das Ganze abgeben. Na? Und bekommt dann natürlich auch das Getreide mit raus. Ne? Hier hätte man könnt auch wieder ein bisschen mit eingrenzen oder so. Ne? Aber vielleicht kommt doch ein bisschen, man weiß es nicht. Ne? So, wenn wir weiterschauen, haben wir hier Ballenlagerung für Stroh, Heu und Silage. Genau, haben wir hier. Das ist immer gut, weil, ich sag mal, kann man Ballen machen. Ne? Und wenn man sie dort einlagern kann, sind sie natürlich auch weg von der Map. Ja, performance-technisch immer sehr, sehr gut gehalten. Was uns hier, beziehungsweise was mir hier auffällt, ne, seht ihr hier, also höhenmodellmäßig, ne, es ist wirklich sehr schön gemacht. Es ist absolut nichts Glattes dabei. Ne, geht hoch und runter. Finde ich gut. Bäckerei haben wir im Ort drin. Jeder kennt es. Ne, könnt ihr hinten rumfahren und könnt ihr das Ganze abgeben. Und bekommt dann euer Brot und allem drum und dran hier hinten raus. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Dieseltank, der ist hier mit dabei. Und dann haben wir
Hier vorne eine Elektroladestation und eine Biogasanlage haben wir hier. Ja, so, könnt ihr euch quasi anschauen. Das ist die Biogasanlage. Finde ich, ist groß genug gehalten. Ja, kann man nicht meckern. Ist schon gut. Ja, hier kann man dann Maschinerie reinstellen. Nehme ich mal an. Ja, schön gemacht. Kann man wirklich nicht meckern. So, wenn wir weiterschauen, schauen wir uns jetzt natürlich auch mal den Hof an. Was haben wir alles auf dem Hof? Mittelgroßen Treibstofftank haben wir mit da. Der Fahrzeughändler ist gleich mit daneben. Das wäre dann hier. Ja, das wäre dann hier der Fahrzeug... Oder warte mal, der Fahrzeughändler und Hof, das passt nicht ganz zusammen. Hier drüben ist der Hof normalerweise. Steht vielleicht bloß eine Maschine. Okay, hier haben wir dann das Hofsilo. Das wäre hier. Ah, alles klar. Und da seht ihr, haben wir natürlich... Wartet mal, wenn wir das Ganze kaufen... Mal schauen. Ne, das haben wir ja schon. Da haben wir natürlich auch mit dabei Saatgut, Dünger und Spritzmittel. Ja, haben wir ja alles am Fleckchen mit dabei. Und ihr seht hier schöne Maschinerie aufgereiht. Und das Ganze ist natürlich unterteilt. Denn wenn wir jetzt hier rüber schweben, was wir hier haben, dann haben wir hier so den Haupthof, sag ich mal. Ist auch mal schön. Ne, kann man nicht meckern, ist auch mal schön gemacht, dass das Ganze ein bisschen aufgeteilt ist. Interessant, wirklich interessant, ne? Und macht definitiv Lust auf mehr. Wenn wir uns das Ganze natürlich auch mal hier drin anschauen, was die Früchte anbelangt, kennen wir, altbewährtes, ja, und mehr ist da nicht dazu. Ne? Ansonsten, Felder, wenn man das hier so sieht, sind jetzt nicht unbedingt helferfreundlich gemacht, ne? Aber darum geht es ja auch nicht, ne? Sondern... Sehr natürlich gehalten, finde ich richtig gut und da kann man sich dann schon ein bisschen austoben, wenn man das möchte. So, ansonsten sehen wir hier hinten, was das angeht, ziemlich viel Wald. So, und es ist interessant. Was ich hier sehr, sehr interessant finde, ist ganz einfach, dass es halt wirklich an das reale Höhenmodell angepasst ist, beziehungsweise danach gegangen wurde. Und wenn wir hier mal so in die Ferne schauen, wie das Ganze so läuft, ne, sieht man schon, dass das nicht aus der Fantasie entstanden ist, sondern wirklich nach Vorgabe von Real. Ja. Und das finde ich halt schon wirklich sehr, sehr gut. So, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, meine Lieben. Deswegen schreibt ja gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Mittwoch und sage Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.